Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Am vorletzten Oktoberwochenende kamen in Mecklenburg-Vorpommern über 100 Gäste zu einer Tagung der Stiftung Europa Terra Nostra zusammen, deren internationaler Charakter durch namenhafte Referenten aus Großbritannien, Schweden, der Slowakei, Kroatien und den USA und sogar aus dem Libanon unterstrichen wurde. Dieser freiheitliche Kongress widmete sich unter dem Motto Reconquista oder Untergang, Europa im Widerstand und Wandel, aktuellen Herausforderungen, die alle Nationen unseres Kontinents gleichermaßen betreffen. Wir haben uns für Sie bei der wegweisenden Veranstaltung umgesehen und zeigen Ihnen nun exklusive Bilder und Ausschnitte der Vorträge, die dort an zwei Tagen gehalten wurden. Es sind keine Europafeinde, die beim ersten freiheitlichen Kongress der Stiftung Europa Terra Nostra in Mecklenburg-Vorpommern zusammenkommen. Ganz im Gegenteil. Gerade wenn man es gut mit Europa und seinen Völkern meint, ist Widerstand gegen die Politik der EU geboten, so der Stiftungsvorsitzende Dan Eriksson in seiner Begrüßungsansprache. Europa Terra Nostra ist die parteinahe Stiftung der Alliance for Peace and Freedom, in der sich verschiedene rechte und patriotische Parteien aus Europa zusammengeschlossen haben, um mit einer Stimme zu sprechen. Entsprechend international fiel auch die Auswahl der Referenten aus. Und auch wenn das Motto der Tagung, Reconquista oder Untergang, Europa im Widerstand und Wandel, Massenzuwanderung und Islamisierung in den Fokus rückte, erinnerte der frühere Europaabgeordnete und Vorsitzende der British National Party, Nick Griffin, doch daran, dass damit nur ein Teil des Problems beschrieben ist. The whole in Europe is demographic. Now, when nationalists talk of demography, they generally talking about immigration and the supposedly high birth rate of the immigrants. Unfortunately, this is only half of the story, because the brutal truth is that the immigrants do not have high birth rates. They have something approaching normal birth rates. The only reason they appear high is in comparison with our birth rates, which are catastrophically, suicidally low. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Dieser Devise Hölderlins folgend, rief der schwedische Verleger und Buchautor Daniel Friberg in seinem impulsiven Vortrag dazu auf, die Krisen unserer Zeit auch als Chance für die wahren Patrioten Europas zu begreifen. We live in an age of great crisis. An age where the very existence of our European civilization itself is threatened. But thanks to this, we also live in an age of opportunities for heroic deeds. So let us not view our situation as a burden, but instead as a magnificent opportunity to accomplish something heroic in our own lifetime. The time of our enemies has passed, and within a decade, we will populate the corridors of power all across Europe. Let us therefore embrace this adventure in the knowledge that in the end we will be victorious. Eine Renaissance nationalen Bewusstseins verortete der Europaabgeordnete und frühere NPD-Parteivorsitzende Udo Vogt vor allem in Ost- und Mitteleuropa. Wo das Volk mitbestimmen darf, wird auch Politik für das eigene Volk gemacht. Wir haben Gott sei Dank in osteuropäischen Staaten einen neuen Frühling für die Völker Europas. Und ich kann nur hoffen, dass nach dem Brexit weiter nachfolgt. Wir haben die Hoffnung, dass sich in Österreich was ändert. Wir haben natürlich keine Hoffnung, dass sich in Deutschland etwas ändert, weil es in Deutschland die Möglichkeit der Volksabstimmung auf Bundesebene für bundespolitische Themen gar nicht erst gibt. Das heißt, die Deutschen werden natürlich die Letzten sein, die diese EU veranlassen. Es sei, die Deutschen sind vorher in der Lage, die etablierten Politiker, die Kollaborateure, die mit den Feinden Deutschlands und Europas zusammenarbeiten, in die Wüste zu schicken. Die Bedeutung nationaler Graswurzelarbeit verdeutlichte der slowakische Nationalratsabgeordnete Dr. Milan Uric. Seine Partei, die Volkspartei Unsere Slowakei, stellt mit ihrem Vorsitzenden Marian Kotleba seit 2013 einen Regionalpräsidenten und konnte bei der Parlamentswahl im März dieses Jahres mit 8% erstmals in den slowakischen Nationalrat einziehen. Our future plans are more about what we must do, not about what we want to do. Frankly said, we need to gain more power. Nothing less would be sufficient and nothing less would be acceptable. Without power, we are just observers. We can just watch how the Europe is changing into Africa and we can do nothing. We have to gain influence in as many levels of government as possible. Many our friends,
focus only on the state level of politics. But without good results from local policy, local governments, we won't be able to persuade the people that we are capable of governing the whole country. We must not underestimate small steps and small everyday work. Der Evolutionspsychologe und emeritierte Professor an der California State University, Kevin MacDonald, analysiert in seinem Vortrag die Ideologien der herrschenden Eliten des Westens. Wie Friberg zeigte sich Professor MacDonald davon überzeugt, dass das sich abzeichnende Scheitern der Multikulturalisten jenen Kräften Rückenwind verschaffen wird, die wie Donald Trump in den USA oder die patriotischen Bewegungen in Europa dem Mainstream Paroli bieten. We must understand that our message is based on science and realities of human behavior. And more important, it is morally righteous. we have every reason to look forward to the future. Indeed, we should project the image of happy, confident warriors. We know that the transformations that have been imposed on us are evil, that they were engineered not out of love for humanity, but of narrow self-interest on the part of certain groups, such as capitalists who want cheap labor, or ethnic groups that do not identify with white or Germans or Europeans. These groups are possessed by hatred toward the traditional people and culture of the West. And we know that these transformations are supported by so many of our own people possessed by a misguided suicidal idealism. These changes are well advanced, and our enemies remain wealthy, powerful, and determined. But there is a morally righteous anger that is becoming increasingly obvious. Sooner or later, this will have cataclysmic consequences. Für den Gedanken einer europäischen Schicksalsgemeinschaft über nationale Grenzen hinaus warb der frühere kroatische Diplomat und Politikwissenschaftler Dr. Tomislav Sunic, der dazu aufrief, die Streitigkeiten zwischen den Völkern angesichts der gemeinsamen Bedrohungslage beizulegen. Ich persönlich derzeit habe viel mehr gemeinsam mit einem weißen Amerikaner oder einem Russen oder einem Balken, der vielleicht gar nicht über meine Kultur weiß, der gar nicht über meine Sprache kennt, der jedoch denselben oder ähnlichen biokulturellen Raum zugehört. Und das für mich ist der Hauptpunkt. Wir gehören zu einem gemeinsamen Genpool oder zu einem biokulturellen Raum. Mein kroatisches Volksbewusstsein angesichts der nicht-europäischen Masseneinwanderung soll heute einen völlig anderen Sinn haben. In diesem Sinne ist es heute, meine Damen und Herren, völlig überflüssig und überholt, ich werde das sagen, dass sich Kroaten, die Serben oder die Polen und die Deutschen und die Ukrainer und die Russen und die Katalanen und Kastilianen nie mehr bekämpfen. Einen weiteren Höhepunkt stellte schließlich der Vortrag des syrisch-libanesischen Außenpolitik-Experten Hassan Zakr dar. Zakr, der aus Beirut angereist war, vermittelte den Gästen des Freiheitlichen Kongresses ein realistisches Bild vom Krieg in Syrien und plädierte für eine Reform der internationalen Strukturen. We would love to have a United Nations where the role of the United Nations is to have cooperation between nations. Where the United Nations' role is to play the role of a fair player between nations. But when the United Nations becomes the leader of the commercialization of the world through the World Bank and through other institutes where we are being used, all of us, for a minority who are getting wealthier and without no values, no, this means that we cannot agree to this policy and we will keep on fighting for our nations and to find a new concept for the internationalism. Wir wären für die Vereinten Nationen, wenn sie ihren Auftrag auch dahingehend ausfüllen würden, die Kooperation, die Zusammenarbeit unter den Ländern zu fördern, wenn sie die Rolle übernehmen würde als, ich nenne es mal eines ehrlichen Maklers unter den diversen Nationen, dann würden wir dem durchaus zustimmen, sofern aber jedoch die Vereinten Nationen nur dazu beitragen, die Welt zu kommerzialisieren, wenn sie nur dazu beitragen, dass eine Vielzahl Leistung bringen muss zugunsten einer Minderheit,
dann ist es unsere politische Aufgabe, dafür einzutreten, ein neues Konzept der Vereinten Nationen zu entwickeln und bis zur Entwicklung und Umsetzung dieses Konzeptes die falsche Politik weiterhin zu bekämpfen. Der Krieg in Syrien wurde auch in einer Fotoausstellung thematisiert, die während der gesamten Veranstaltung im Foyer des Tagungshotels zu besichtigen war. Diese Ausstellung rundete den Freiheitlichen Kongress ebenso ab wie ein umfangreiches Kulturprogramm mit politischem Kabarett und Musik. Aufgrund des regen Interesses und der durchweg positiven Rückmeldungen will Europa Terra Nostra auch im nächsten Jahr wieder einen internationalen Kongress mit hochkarätigen Gästen aus dem In- und Ausland in Deutschland veranstalten. Ein Besuch lohnt sich. Sie sehen, anders als die Lügenpresse setzt die STV sich für eine wahrheitsgetreue Berichterstattung ohne tendenziöse Verzerrungen ein. Wenn Sie dies unterstützen wollen, besorgen Sie sich noch heute ein Abo der Deutschen Stimme zu Sonderkonditionen. Alternativ können Sie uns aber natürlich auch eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen lassen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie uns auch weiterhin gewogen bleiben. Bis bald und alles Gute, Ihre Emma Stapel.